Und wie immer starten wir bei jeder neuen Folge im Pokémon Center. Diesmal in Dukatsia City, denn da waren wir das letzte Mal und haben einiges getan. Wir haben eine TM gekauft, wir haben Confesta umbenannt in Ultri. Das ist zwar ein blöder Name, aber mir ist nichts anderes eingefallen gerade. Falls ihr einen besseren Namen habt für Sarzenia, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und dann könnte ich den vielleicht annehmen. Na, was ist denn hier bitte los? Der Rocketrüpel stand davor schon da, aber jetzt steht hier noch einer. Den Radioturm einnehmen. Was? Das geht dich nichts an. Aha, da ist auch schon der nächste Plan von Team Rocket. Sie wollen den Radioturm einnehmen. Oh Mann. Naja, noch ist es nicht so weit. Was wollte ich denn jetzt noch machen, bevor wir zur Arena gehen? Xatu, fliegen! Zu kurz, bitte! Der hat Bälle für uns. Und ich möchte ihm gerne ein paar Aprikokos geben, damit ich ein bisschen Platz in meiner Tasche habe. Ja, ja. So, Moment. Erstmal pflücke ich diese hier. So, wunderbar. Und ja, genau. Ne? Wir geben noch kurz Aprikokos ab und dann geht's endlich ab in die Mahagonia Arena. Dankeschön, Schwerball. Ja, der ist, für schwere Pokémon halt. Sagt ja schon alles. Ja, ich hab den Aprikoko für dich, Kurt. Halt, stopp, nein! Ja, nimm mal die Pinke hier. Ja, ja. Tschüss. Dankeschön, Kurt. So. Xate Fliege und nach Mahagonia City endlich mal. Ich dürfte jetzt vorher prophezeien, dass sich unser Igelava eigentlich, in der Arena entwickeln sollte. 2000 EP. Ja, wenn wir alle Trainer mitnehmen, vielleicht. Gehen wir erstmal rein. Zack. So, hier müssen wir ein bisschen auf den Eisplatten rutschen. Norbert ist ein Veteran, der seine Pokémon schon seit fast 50 Jahren trainiert, oh mein Gott. Angeblich friert er seine Gegner gerne mit Eisattacken ein. Das heißt, du solltest ihn mit deinem brennenden Ehrgeiz schmelzen. Gut, dass wir ein Feuer-Pokémon bei uns haben. Alter, seit 50 Jahren. Das ist heavy. So, ich weiß den Pfad nicht mehr. Ich rutsche einfach mal los und da sind wir schon in eine Falle getappt. Ja, diese Pokémon-Arena hat einen rutschigen Boden. Das ist doch lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um zu spielen, sondern um zu kämpfen. Das ist mir schon klar. Und das möchte ich auch. Hey, ein Snowboarder. Snowboarder, dankeschön. Kuno. Cooler Name. Quieke, hallöchen, das ist so süß. Dem sind wir noch nicht begegnet. Kommt eigentlich auch erst in der Eishöhle drüben. Und gutes Level. Damit lässt sich gut trainieren. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Ja, wenn wir erstmal Tornupto haben, dann hat der Arena leider schon keine Chance mehr. Er dürfte sogar jetzt kaum eine Chance haben. Wir sind eigentlich echt gut dabei. So. Nochmal Flammenrad hier. Aber wie immer, wir fordern erstmal die Trainer hier raus und gehen dann nochmal raus, heilen die Pokémon, ne? Und ja, sicher, sicher, wir müssen ja ganz frisch immer gegen die Leiter antreten, denn man weiß ja nie. Ja, ja, doch, das wird schon was. Siehst du jetzt, wie ernst wir es meinen? Hä? Nee, sehe ich nicht. Diese Pokémon-Arena ist toll, ich liebe es, mit meinen Pokémon hier zu snowboarden. Hä? Wie machst du denn das? Da ist auch schon der Norbert. Der sieht so alt aus. Ist er ja auch. Ja, das ist der falsche Rutschweg. Oh nein, der war auch falsch. Egal. Hallo, Schöne. Sieht ihr meinen Parallelschwung? Ah, lesen sollte ich können, oder? Oh, Skifahrer Svenja. Hey. Die Svenja, ne? Ja, ja. Das war... Ich habe mich einfach verklickt. Ich war so...
jetzt über den Namen amüsiert, ja, dass ich jetzt nicht aufgepasst habe, was ich klicke. Nee, ich weiß auch nicht, habe einfach zu schnell geklickt, so jetzt aber. Flammenrad wäre aber, glaube ich, stärker, oder kann das sein? Ja, Yugang ist schon stark. Jetzt mal schauen. Na, ich glaube, es ist dezent. Fuck! Es kann einfach Erholung. Scheiße. Der Arenaleiter hat, glaube ich, auch Yugang. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Was er aber haben wird, ist Keifel. Und das ist auch nicht ohne. Ich höre, das ist nicht mal sehr effektiv. Hier, dann höre ich halt direkt damit auf. Pass mal auf. Ultri, ich brauche dich. Müde, müde, müde. Sorry. Schon besser. Ja, was? Nein, eigentlich nicht. Oh, es ist aufgewacht. Jetzt könnte es natürlich nochmal Erholung einsetzen. Ich hoffe nicht. Wieso setzt es denn Heuler ein? Was ist das denn? Wieso kann es das überhaupt? Oh Mann. Tschüss. Sonst was? Nö, Svenja. Nein, jetzt bin ich weggerutscht. Passt, Svenja ist auch sportlich, ne? Ich hätte mit meinen Ski könntest nicht so angeben sollen. Oh. Ja, vielleicht. So, jetzt bist du dran. Ich werde deine Pokémon einfrieren, sodass sie sich nicht bewegen können. Was willst du dagegen tun? Ich nehme hier mein Flammen-Pokémon, ja. Feuer-Pokémon. Und dann schmelze ich einfach dein blödes Eis weg. Ja. Das ist doch wieder ein Wasser-Pokémon. Ich kann doch hier nichts ausrichten. Ja, das ist doch blöd. Ich gehe da mal. Ne? Flamme? Wir gehen dann mal. So. Was hole ich raus? Evoli? Xatu? Das wäre schlecht. Was auch immer. Evoli ist zwar auch schon gut dabei mit dem Level, aber die Freundschaft ist noch nicht hoch genug. Sobald es sich entwickeln will, muss ich natürlich den B-Knopf drücken. Denn es entwickelt sich ja nur in der Nacht zu Nachtara. Am Tag wird es ja zu Psyana. Deswegen, sobald es sich entwickelt, B-Knopf. Und dann nehme ich wieder ein Part am Abend auf, damit wir dann Nachtara bekommen. Da sollte ja schließlich mit dabei sein, ne? Wenn sich das entwickelt. So, das war Yorob. Wunderschön. Was hast du noch? Yugong. Oh, komm, du willst mich doch verarschen. Mein Pflanzen-Pokémon ist nicht sonderlich stark. Siehst du, jetzt wäre zum Beispiel ein Donnerschlag nicht schlecht. Ich brauche meinen Tornupto. Beziehungsweise Garados muss Dingenskirchen einsetzen. Donnerblitz. So. Wo bekomme ich das denn schon wieder her? Oh nein, eine Eisattacke. Fuck. Die war mächtig. Die war wirklich hart. Donnerblitz. Ich muss gucken, wo ich das herkriege. Ich vergesse es immer. Und da ist es nochmal. Ja. Natürlich. Fuck, was? Du Arschkopf. Jetzt kannst du mir nichts mehr mit deinem scheiß Aurora-Strahl. Verdammte Axt. Ja, Mann. Jawohl, jetzt entwickelt sich's. Da haben wir es auch schon. Hä? Ich. Ach, hier. Hä? Hier steht nicht, wo ich es herbekomme. Hä? Ich. Hä? Es ist hier nicht gelistet. Ach, Mann. PokeWiki ist manchmal schon ein bisschen seltsam. Evoli, ich brauch dich. Komm. Was soll's. Wo bekomme ich Donnerblitz her?
Mensch, das ist doch nicht so schwer. Ah, hier. Never. Hä? Nein, wo bekommt... Was ist das denn für eine Kacke? So wie es aussieht, bekomme ich es nirgendwo her? Hä? Ja, aber er lernt es doch nicht einfach so. Ich rall's nicht. Ich bin verwirrt. Aurora-Strahl, das bringt dir nicht so viel. Danke, Evoli! Jetzt ist Flamme Level 36. Bats, jetzt entwickelt sich's. Jetzt wird's Zeit. Und? Luis, danke für den Kampf. Mist, ich konnte nichts tun. Doch, du hast Dings besiegt. Egal. Los geht's. Flamme entwickelt sich. Und da ist es. Unser Tornupto. Woo! Saugeil. Jawohl. Danke, Luis. Ich glaube, es gibt eine Attacke, die Pokémon auch ausführen können, wenn sie gefroren sind. Echt? Hä? Echt? Echt? Bist du dir da absolut sicher? Mir würde da jetzt nichts einfallen. Welche Attacke kann man einsetzen, wenn man gefroren ist? Das wäre mir neu. Das ist was in diesem. Mhm. Also. Ah, sorry, Mensch. Tatsächlich? Flammenrad lässt mich wieder auftauen. Mhm. Und es ist nicht möglich, ein Pokémon einzufrieren, wenn die Sonne scheint. Das ist irgendwie logisch. Aber trotzdem gut zu wissen. Ja, aber was ist denn jetzt mit Donnerblitz? Ich raste aus, du. Jetzt muss ich hier gucken. Bla bla bla, hier. Das ist eine TM. Hä? Ich krieg die aber nicht her. Was ist das denn? In Gold, Silber und Kristall ist TM24 einfach mal Feuer-Odem. Ich krieg Donnerblitz nicht her? Oder krieg ich sie aus Orania City? Wo zum Shit bekomme ich Donnerblitz? Okay, Garados kann auch Donner. Und Donner gibt es in der Spielhalle von Dukatia City. So. Okay? Okay, so viel dazu. Immerhin, wenigstens das. Es ist sehr verwirrend. Es ist sehr eigenartig, auf jeden Fall. Es kann... Warte mal, zweite Generation... Oh, es kann in der zweiten Generation gar keinen Donnerblitz, sondern nur Donner. So ist es. Aber TM7 Blitzkanone. Und die bekommen wir aus dem Kraftwerk. Also immer nur in Kanto her, okay. Aber es kann trotzdem Donner. Es kann trotzdem Donnerblitz. Hey, ich kapier hier gar nichts mehr. Folgende Attacken kann Garados durch Attackenlehre erlernen. Wo ist der? Wo ist der verrückte Mongo? Hey Udo, was geht? Wo bist du, Gecko? Ich bin im Pokécenter. Bin ich froh, dass ich dich noch erwische. Ein ganzer Schwamm Janma ist hier aufgetaucht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe Janma schon gefangen. Das hatten wir schon mal in dem Part. Das ist ja ein Schwan-Pokémon, ja. Aber das haben wir schon. So, jetzt hier B. Dafür sind wir da. Pass mal auf. Wir haben doch jetzt hier Donnerblitz gekauft. Donnerschlag gekauft, um Himmels Willen. Um Himmlers Willen. Wer macht denn sowas? So, Flamme hier. Donnerschlag für dich. Das ist doch wunderbar, ne? Das wolltest du. Ja. So. Das ist eine sehr gute Frage.
Ich bin für Tackle. Ja, Huxugib ist so schön schnell. Das könnte sehr vorteilhaft sein. Jetzt kann Flamme Donnerschlag. Sehr ungewöhnlich irgendwo, aber das macht ja nichts. Das ist doch ganz cool. Pokémon Kristall, so. Nachdem man die Liga bezwungen hat, oh, steht jeden Mittwoch und Samstag. Das ist ja blöd. Vor der Dukatia City Spielhalle ein älterer Herr, der den Team Pokémon die drei Attacken für 4000 Münzen beibringt. Die Attacken können beliebig auf Wahl überbracht werden. 4 fucking 1000 Münzen. 4000 und erst nach der Pokémon Liga. Gut, wissen wir Bescheid, ja, so viel dazu. Das ist natürlich totaler Scheiß. Und Alter, es sind schon 15 Minuten vorbei. Willst du mich flicken? Digger, willst du mich flicken? In dem Fall machen wir beim nächsten Mal weiter. Jetzt kann Flamme Donnerschlag und wir haben ein Flamme. Sprich, wir rasieren den Arenaleiter nächstes Mal weg. Aber hallo. Aber hallo, ey. Ich sag's dir gerade, wie es ist. Deswegen seid beim nächsten Mal unbedingt wieder mit dabei, wenn wir den 50 Jahre alten Herrn pulverisieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke, tschüss. Euer Gamtricks.